Es geht um die Wartung einer Wärmepumpenheizung. Welche Arbeiten sind da regelmäßig durchzuführen und warum ist das so wichtig? In diesem Video geben wir euch wertvolle Tipps. Wir schauen jetzt erstmal, was wir an Wartungsarbeiten hier an der Außeneinheit haben. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, sie ist schon auseinandergebaut. Kommt mal mit zum ersten Bauteil. Und das wäre hier das Gebläse. Das sorgt dafür, dass die Außenluft hier durch den Wärmetauscher geleitet wird, damit die Energie der Luft an den Kältekreis übertragen werden kann. Der sollte natürlich sauber sein. Wenn hier irgendwelche Ablagerungen dran sind und Verschmutzung, kann es zum einen dazu kommen, dass die Maschine ein bisschen lauter wird, aber auch der Volumenstrom kann abnehmen. Deswegen einmal ein bisschen feucht ausputzen und alles ist sauber. Und jetzt geht's weiter. Hier ist nämlich noch der Verdampfer zu reinigen. Indem wird die Umweltenergie, also die Luft, die hier durchströmt, an den Kältekreis übertragen. Und wenn natürlich dieser Wärmetauscher in irgendeiner Form verdreckt ist, kann zum einen die Luft hier nicht mehr richtig durchströmen und dadurch die Energie nicht übertragen werden. Also sollte der sauber sein. Hier sind zum Beispiel so ein paar Spinnenweben, ein paar Pollenablagerungen, Staubablagerungen, das ist ganz normal. Entweder bürstet man die kurz ab oder geht vielleicht mit einem Sauger drüber. Man kann auch das Ganze mit einem Reiniger sauber machen, wie hier zum Beispiel. Bisschen eingesprüht das Ganze und dann kann man auch mit einem Gartenschlauch oder hier mit ein bisschen Wasser darüber gehen und das Ganze dann reinigen. Genau, und dann hat man das Ganze wieder sauber. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Mensch, der ist da einfach mit Wasser reingegangen. Das ist auch gar kein Problem. Aber wir müssen bei der Wartung auf eine Sache noch aufpassen, dass das Wasser natürlich auch jederzeit ablaufen kann. Dafür gibt es hier unten so einen Ablauf. Der ist auch im Betrieb wichtig für anfallendes Kondenswasser, was ja jederzeit sicher abgeleitet werden muss. Und den zeige ich euch jetzt mal eben. Der sitzt nämlich hier unten drin. Hier unten sitzt der Kondensatablauf. Das ganze Wasser sammelt sich also hier und läuft da unten ab. Ich möchte euch an dieser Stelle unseren Sponsor vorstellen für das heutige Video. Und zwar ist das die Firma Testo. Ihr kennt Testo alle als Spezialist für Messtechnik, vor allem auch für Messgeräte bei uns in der Haustechnik. Wir selber haben auch eine Vielzahl an Messgeräten von Testo, ob es Abgasanalysegeräte sind, Wärmebildkamera, Abdrückgeräte, die vielen Smart Probes, die es alle gibt, die haben wir auch alle. Ja, und jetzt ganz neu, ich habe sie niegelnagelneu ausgepackt, die brandaktuelle Testo 570S digitale Vier-Wege-Monteurhilfe, um halt alle Arbeiten am Kältekreis durchzuführen, für Wärmepumpen zum Beispiel. Die Testo 570S lässt sich natürlich auch mit den praktischen Smart Probes per Bluetooth verbinden, sodass die Messung extrem leicht wird. Und wir selber werden hier bei uns in der Werkstatt demnächst auch eine Split-Wärmepumpe damit in Betrieb nehmen. Das werdet ihr natürlich auch alles sehen. Und wenn ihr euch aktuelle Informationen zu dieser neuen Monteurhilfe holen möchtet, klickt doch unten mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch die verlinkt. Und jetzt geht es weiter mit unserem Video zur Wartung von Wärmepumpen. Die Arbeiten, die wir gerade gesehen haben, fallen natürlich nur bei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit so einer Außeneinheit an. Es gibt noch andere Arten von Wärmepumpen, zum Beispiel Erdwärmepumpen. Dort sind ein paar andere Tätigkeiten notwendig und die schauen wir uns jetzt einmal an. Die Umweltenergie bei einer Erdwärmepumpe liefert zum Beispiel eine Erdsonde. Diese ist mit einer Soleflüssigkeit gefüllt. Da es sich dabei um einen geschlossenen Kreis handelt, muss dieser geprüft werden. Nicht nur der Soledruck muss stimmen, sondern auch das Ausdehnungsgefäß für diesen Kreis ist zu kontrollieren. Gegebenenfalls muss hier nachgefüllt werden. Wichtig ist auch das Sicherstellen des Frostschutzes der Soleflüssigkeit. Eine Prüfung der Sohlekreispumpe sowie die Sichtprüfung auf Dichtigkeit gehört ebenfalls zu der Wartungsarbeit bei einer Erdwärmepumpe. Egal ob eine Luft- oder Erdwärmepumpe, es gibt auch allgemeine Wartungsaufgaben, die für beide Arten notwendig sind. Und diese erklärt euch jetzt Marco aus dem Heizungsraum. Hier stehe ich jetzt an der Inneneinheit und man sieht im Hintergrund den bekannten Aufbau eines Heizungssystems. Hier sind natürlich Wartungsarbeiten zu machen, die eigentlich bei jeder Heizungsanlage zu machen sind. Man sieht hier zum Beispiel die Heizungswassernachfüllung. Hier
Hier ist es natürlich wichtig, dass das Heizungswasser auch regelmäßig bei einer Wartung wieder überprüft wird, ob sich da Werte verschieben oder ob die noch im optimalen Bereich liegen. Dann sehen wir hier zum Beispiel den Schlammabscheider, der muss regelmäßig geprüft werden. Oder auf der anderen Seite ein Ausdehnungsgefäß, welches auch überprüft werden sollte bei jeder Wartung. In der Inneneinheit befindet sich auch das Sicherheitsventil, was regelmäßig geprüft werden sollte. Sowie haben wir hier hinter den Warmwasserspeicher mit der Opferanode, die auch regelmäßig kontrolliert werden muss. Dann haben wir hier den Heizungsregler. Da ist es wichtig, auch Einstellungen nochmal zu überprüfen, gegebenenfalls Verbräuche der Vorjahre miteinander zu vergleichen. Hier lassen sich auch sehr leicht Abweichungen erkennen, die irgendwelche Gründe haben können. Oder auch mit dem Kunden nochmal Einstellungen zu besprechen und gegebenenfalls zu optimieren. Zu diesen ganzen einzelnen Tätigkeiten bei einer Wartung haben wir jeweils separate Videos und verlinken diese in der Videobeschreibung für euch. Noch eine Sache zu den eingesetzten Kältemitteln. Wir haben ja verschiedene Kältemittel im Bereich der Wärmepumpe, die mittlerweile eingesetzt werden. Und je nach der Füllmenge dieser Kältemittel sind gegebenenfalls weitere jährliche oder halbjährliche Dichtheitsprüfungen notwendig. Und jetzt hat Marcel für euch noch ein paar weitere Tipps. Im Allgemeinen und von den führenden Herstellern wird die Wärmepumpenwartung einmal im Jahr empfohlen. Wendet euch dafür am besten an einen Fachbetrieb der Innung. Hier auf shk-info.de steht euch eine deutschlandweite Suche zur Verfügung. Und jetzt gibt es von mir noch einen echten Tipp zum Geldsparen. Und zwar sind die ersten beiden Heizungswartungen mit förderfähig. Wenn also eure Heizungsanlage über die BEG-Förderung, zum Beispiel als Einzelmaßnahme, gefördert wurde, dann könnt ihr die ersten beiden Wartungen mit in die Abschlussrechnung reinschreiben und mit zu den förderfähigen Kosten zählen. Ihr müsst die natürlich dann im Voraus schon bezahlen und begleichen, bekommt dafür aber schon den Förderzuschuss. Ja, ich denke, das ist ein ganz wertvoller Tipp. Nutzt ihn am besten, so könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.